was gerade so schön ist und passt hier. Hand an die Hand ist ja ein Projekt, auch was du mit initiiert hast. Hm. Ihr habt ja einen gut gehenden YouTube-Kanal, Jens und du, Hunting Room. Warum der Schritt zu Hand an die Hand? In kurzen Worten. Ja, das hat ja alles als Hobby angefangen mit unserem Kanal. Und dann haben wir das ganz lange Zeit auf YouTube gemacht und das ging auch gut und war auch schön. Und dann ist man ja irgendwann auch ein bisschen bekannt geworden. Und irgendwann ging es dann aber tatsächlich los, dass sie einem halt die Videos weggesperrt haben. Ne? Und man hat dann teilweise in Filme so viel Arbeit gesteckt und der wird dann gesperrt. Das war dann halt super frustrierend. Ne? Und ja, und so haben wir uns halt auch mit vielen anderen Jagdfilmern halt ausgetauscht, die dasselbe Problem hatten. Und dann haben wir halt überlegt, was können wir daran ändern. Ne? Und ein anderer Punkt war halt auch, dass wir halt glauben, dass YouTube in nächster Zeit halt diese Abschussszenen zumindest verbieten wird und auch mit Waffen wird das, glaube ich, alles strenger werden mit der Zeit. Und wir wollten nun einfach nicht in dieser Unsicherheit bleiben, nicht zu wissen, was passiert oder was mit uns gemacht wird. Und das war eigentlich der Hauptgrund, Hand on Demand zu gründen. Und das kann nicht kostenlos sein? Es kann nicht kostenlos sein, weil so eine Plattform zu betreiben halt auch viel Geld kostet. Ne? Da ist eine Agentur dahinter, die macht Community Management, Leute haben Fragen, die Seite muss ständig verbessert werden, die Digitalisierung, das geht so schnell alles und jeden Monat musst du irgendwie was Neues einbauen, ein neues Modul, damit die Videos laufen, der Videoserver kostet Geld, da kommen einfach viele Kosten auf einen zu und deswegen muss es halt einfach Geld kosten und gut, da kann man ja auch ehrlich sein, wir wollen natürlich auch ein bisschen was verdienen für das, was wir machen und wir sind draußen, wir nehmen immer die Kamera mit, wir schneiden stundenlang Filme und das ist ja auch irgendwas, auch wenn es Spaß macht, alles Zeit, die drauf geht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich 3 Tage lang an einem Film schneide, dann ist das auch nicht nur Spaß, dann ist das einfach auch richtig Arbeit und ja, Arbeit muss halt auch irgendwie entlohnt werden und ich glaube, da kann sich jeder sicher sein, dass wir da nicht reich mit werden, aber es ist einfach ein kleinen Bonus, den wir bekommen. Und das finde ich auch, glaube ich, ganz fair.